Ja, aber wir werden ja auch schon wieder angegriffen. Ab nach Hause. Schade um die Bösartigkeit. Danke, ihr Idioten. Eine Naga ist tot. Eine eurer Kreaturen ist gestorben. So, zweiter Versuch nach oben zu gelangen. Ich bin sehr ruhig. Das liegt aber auch daran, dass ich jetzt keine Ahnung habe, was ich machen soll. Es ist absolut nicht leicht, wenn man so wenig Bösartigkeit eigentlich bekommt. Die einzige Bösartigkeit, die wir generieren könnten, wäre beim Tod der jeweiligen Kreaturen, die dort unten noch rumstehen. Aber das würde ich nicht einfach so riskieren wollen. Zahltag. Kreaturen holen sich... Thanos und Gorgu hatten sich genug erholt und stürzten voller Inbrunst aufeinander los. Ein Duell bahnte sich an, das in den Geschichtsbüchern erwähnt werden würde. Gorgu bekam gerade erst ein Gefühl dafür, wie es war, der Dungeon Lord zu sein. Mittlerweile hatte er zusätzliche Kräfte entdeckt. So war es ihm möglich, sich zum einen selbst zu heilen und zum anderen eine mächtige Zusatzattacke auszuführen. Allerdings brauchte Gorgu etwas, bis er für diese Fähigkeiten die Kräfte gesammelt hatte. Tja, der kleine Hosenscheißer hat ja doch etwas auf dem Kasten. Wunderbar. Das sind genau die Dinge, die es braucht, um Thanos aufs Maul zu hauen. Vorwärts, Gorgu. Tritt dem alten Mann in den Hintern. Der Dungeon Lord setzte einen besonders starken Angriff gegen Thanos ein. Gorgus Regenerationsfähigkeit war atemberaubend. Im Handumdrehen schlossen sich einige seiner Wunden wieder. Getreue zu mir! Unterstützt mich in meinem Kampf gegen das Böse! Helden machten sich auf den Weg, um Gorgu anzugreifen. Vermutlich war es für das übertölpelte Böse sehr vernünftig, dagegen vorzugehen. Ha! Von wegen! Kreaturen zu Gorgu! Unterstützt ihn in seinem Kampf gegen das Gut-Böse? Böse-Gute? Ich habe keine Ahnung mehr, was Thanos überhaupt noch darstellen soll. Egal, haut ihm die Rübe ein. Steckt seinen Kopf in einen Mixer und mixt euch Cocktails. Okay. Ein paar Helden versuchten, Gorgu zu verhauen. Bisher sieht es noch ganz gut aus für Gorgo, aber ich weiß nicht, wo 70% sind. Hier sind 50, das werden dann 75 sein, also darf er nicht hier runter rauschen. Sowohl Gorgu als auch Thanos zogen sich erneut zurück, um sich zu erholen. Talia und das armeenausbildende Böse nutzten diese kurze Verschnaufpause, um sich neu aufzustellen. Okay. Währenddessen können wir versuchen, dieses Vieh hier kaputt zu machen und damit vielleicht Bösartigkeit zu generieren. Zumindest haben wir sehr viel Bösartigkeit bekommen, das ist gut.
Weg da. Leckt er uns die ganze Zeit ab, doch. Das finde ich aber nicht schön. Oh, weg vom Frosch. Das sind irgendwie Liebesfrösche oder sowas. Ach, nur keine lieben Frösche. Oh, wo kommst du denn her? Schön, dich zu sehen. Der Kämpfer ist mir gerade wohlgesonnen und sehr willkommen. So, gleich haben wir es geschafft. Sehr schön. Ende. Und jetzt erforschen. Alle auf Stufe 5 bringen. Euch machen wir jeweils stärker. Genügend Bösartigkeit wird noch eingesammelt. Und jetzt gehen wir erstmal in den Untergrund. Und erforschen den Rest. Bier kann ich auch schon mal erforschen. Super. Ding Dong, es ist Zahltag. Ja, Zahltag ist völlig in Ordnung, auch wenn es natürlich teuer ist. Aber das ist okay. Neue Leute werden rekrutiert. Wir bekommen wieder neues Geld, das wird schon. Wir holen uns noch mehr Schnodderlinge. Und unsere Leute sind schon mal stärker. Das Schöne ist, dass wir jetzt schon mal ein großes Wesen weg haben. Heißt, wir brauchen bloß noch eins. Wir selber werden auch immer stärker. Könnten unsere Leute sogar noch irgendwann weiter aufstufen, wenn wir wieder genügend Gold haben. Das ist völlig okay. Und nebenbei könnten wir auch... Ja, was könnten wir noch machen? Unsere Schatzkammer erweitern. Ist auch wichtig. So passt mehr Gold rein. Unsere Schnodderlinge können dann noch mehr dort reinpacken. Das ist völlig okay. Sind noch alle am Leben? Sieht nicht so aus. Theoretisch will ich mehr. Uns fehlt ein Ork, ein Imp, ein Feuriger. Das sind diejenigen, die wir jetzt mit dazu holen. Sicherheitshalber, dass wir immer genügend Leute haben. Mehr Geld kommt. Die Schnodderlinge werden jetzt auch nochmal verbessert. Das wird wichtig sein, um auch in den anderen Flügeln zu graben. Ein gutes Wesen ist bloß noch übrig. Dann hätten wir da auch Ruhe. Wir können uns auch schon wieder neue Kreaturen leisten. Einen Succubus nehme ich noch mit rein. Ach, am liebsten hätte ich auch die Beholder, sprich die Betrachter. Aber die müssen wir erst erforschen und das wird teuer. Also, was machen wir? Wir werden erstmal Fallen erforschen. Glücklicherweise haben wir noch genügend Gold. Das reicht für eine Weile. Muss das andere gute Wesen vernichten, ansonsten kommen wir nicht voran. Heißt, wir gehen jetzt schon wieder an die Oberfläche und gucken mal, dass wir das andere auch kriegen. Wir speichern an dieser Stelle, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht, ob alles gut läuft, so wie ich mir das vorstelle, oder ob ich schlechte Karten habe. Kommt immer darauf an, wie viel Bösartigkeit wir generiert kriegen.
Mit einem Kerker und uns besuchenden Helden dürfte es eigentlich schneller gehen, aber das ist halt nicht so häufig der Fall, dass Leute zu Besuch kommen. Glücklicherweise, also ich kann mich jetzt nicht beschweren. Und andererseits ist ein Kerker auch viel zu teuer, was aktuell die Bösartigkeit angeht. Vielleicht sollte ich auch die Möglichkeit, dass das Ganze dort reingepackt werden kann, erweitern. So haben wir zumindest noch mehr Platz. Talia ist bereits Level 3, das ist schön. Kein Turm, kein Nichts, sehr gut. Und da ist das gute Wesen. Wir speichern sicherheitshalber nochmal. Auch für den Fall, dass wieder irgendwas anderes passiert. Und jetzt auf das Haus. Okay, den einen Succubus hat's getroffen. Das hat er nicht angekündigt, das hat er nicht machen dürfen. Ach, da kommen auch noch Leute aus dem Haus raus. Ja, natürlich, warum nicht? Aber es gibt zusätzliche Erfahrungspunkte. Wandelt das Haus auch noch hier lang. Was spielen wir hier? Die wandelnde Hütte? So, alle vernichtet. Besiegt in der Zweikampf alle guten Wesen an der Oberwelt. Haben wir getan. Eure Goldader ist fast erschöpft. Und dementsprechend auch sehr viel Bösartigkeit wieder dazu gewonnen. Das heißt auch, wir können wieder weiter forschen. Gott sei Dank. Dann bringen wir euch auf Stufe 6 und 7. Nehmen die Schnodderlinge besser rein und auch noch mehr Hühnchen, sicherheitshalber. Und bauen schon mal einen Folterkeller. Nicht unbedingt. Erstmal werde ich das hier erforschen, damit wir dann später den Kerker bauen können. Denn dort brauche ich mich weniger, um verschiedene Sachen zu kümmern. Das ist okay. So, unsere Leute können jetzt schon mal auf Stufe 7 gebracht werden. Zumindest die Dämonen, das ist gut. Ich werde auch versuchen, Talia noch weiter hochzubringen, statt nur Stufe 4. Und sie sind unterwegs zu uns in den Dungeon. Das finde ich nicht ganz so lustig. Ab nach unten. Feinde sind im Dungeon. Okay. Glücklicherweise kriegen wir das alles hervorragend hin. Weil wir gut sind. Zahltag. Es war auch gut, die guten Wesen zu vernichten. Das Schöne ist, dass wir das beim nächsten Mal nicht machen müssen, aber sollten trotzdem, sollten wir es nicht schaffen, zu gewinnen. Irgendwie so. Weil wir sonst Probleme bekommen. Ich möchte gerne das Teil haben. Dafür brauchen wir Stufe 6 bei der Horde. Also brauchen wir noch ein bisschen mehr Bösartigkeit. Und die werden wir schon noch generieren. Das ist kein Problem. Wichtig ist nur, dass ihr alle eure Level bekommt. Ich bin froh, dass wir hier noch ein bisschen was an Diamanten haben. Die helfen. Wir haben noch insgesamt so um die 7 Minuten, um das hier vielleicht zu schaffen. Der Kanonenturm wartet, aber wir können durchs Tor durchpreschen und diesmal dürfte es auch klappen, dass wir dieses Lager übernehmen. Speichern. Gut, wir ziehen die Leute raus. Weil es angenehmer ist, hier zu kämpfen, als da drin. Du haust mal bitte ab. Und du auch. Oh, ein Succubus ist tot.
Aber um die Dämonen ist es nicht so schade. Die stehen wenigstens wieder auf. Verdammt, verloren. Eine eurer Kreaturen ist gestorben. Ja, eine Nagger hat's komplett zerlegt. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. Gut gemacht. Alle sind tot. Jetzt auf den Kanonenturm. Dafür kriegen wir wenigstens noch ein bisschen was an Bösartigkeit. Wunderbar. Jetzt das Lager, bitte. Hier oben ist noch alles gut, da ist alles gut. Gold scheint auf jeden Fall vorhanden zu sein. Das Einzige, was uns eben fehlt, ist die Bösartigkeit. Und die müssen wir noch weiter ausbauen. Erstmal muss ich euch hier auf Stufe 6 bringen, damit ich dann auch die Regeneration fertig machen kann. Die Armeen des gnadenlosen Bösen hatten einen der Stützpunkte von Thanos' Getreuen vernichtet. Dies würde sie vermutlich ein Weilchen aufhalten. Gleichzeitig stachelte es sie aber auch noch mehr an. Verrückte Fanatiker. Aber echt. So, was wollte ich jetzt das Teil haben? Also das einmal erforschen und dann brauchen wir nochmal 300. Okay, aber immerhin, die können schon mal Stufe 6 werden, das ist sehr gut. Ihr geht nach Hause, ich hole eine neue Naga. Und dann werden wir als nächstes die Betrachter mit dazu holen und auch davon jeweils noch 3 Stück haben. Das dürfte reichen fürs Erste. Wir haben noch 4 Minuten Zeit. Es gibt auch nur noch 3 Lager. Ich denke nicht, dass wir die noch großartig ausnudeln können, aber wir könnten es versuchen. Zumindest, wenn wir genügend Level gemacht haben. Gerade sind wir so bei Level 4, 2. Ja, ist nicht besonders doll. Talia hat ihre 4. Stufe erreicht, die kann nicht mehr machen. Wir gehen mal hier wieder nach oben. Und begeben uns hier vorne hin, um schon mal einen Teil auszuräuchern, bevor wir dann letztendlich wieder zurück müssen, weil Thanos und Gorgu weiter kämpfen. Ich brauche mehr Level, auch für unsere Leute. Die müssen stärker sein, sonst haben wir Probleme. Das Schöne ist, dass wir mit Talia ja noch zaubern können. Also von daher, das wird... Hier steht nichts von der Abklingzeit. Ne? Das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man nicht weiß, wie lange es dauert, bis man den Zauber wieder machen kann. Man traut sich nicht, ihn zu zaubern. Das Lager dürfte auch relativ fix kaputt gehen. Doch kümmern wir uns erstmal um euch da drüben. Es ist Zahltag. Damit ihr uns nicht in den Rücken fallt. Das hätte ich jetzt nämlich nicht so gerne. Gut, sie bewegen sich nicht. Ach, ich liebe Sukubi manchmal. Die sind echt praktisch. Allerdings ist hier jetzt glücklicherweise auch kein Heiler bei. Als Vorsitzender des Senats stimme ich für ein Abo auf diesem Kanal. Alles andere wäre völliger Wahnsinn. Wir sollten uns auch gleich das nächste Video ansehen.